Moin. Jetzt können wir mal hören, wie das DJI Mic 2 funktioniert. Mit der Osmo Action 4. Und da fahre ich mal meine Strecke wieder ab und rede jetzt ganz normal. Ein Video habe ich ja gezeigt, wie ich sie montiere. Ich fand die Idee eigentlich ganz pfiffig. Ich habe die auch nur geklaut aus dem Internet, dass man mit einem Magneten das einfach im Kinnbereich festpappt. Da muss man nicht ewig mit Tape rumlullern. Und das ist eine sehr saubere und sehr sichere Lösung, weil das ist bombenfest. Jetzt werde ich nachher mal hören, wie die Qualität ist, ob das so funktioniert. Ich habe gesehen, man muss das DJI Mic in den Einstellungen der Osmo Action 4 ziemlich weit runter regeln von der Eingangsempfindlichkeit, weil das Ding schon, selbst wenn man gar nichts sagt, nur von Umgebungsgeräuschen schon grün ausschlägt, fast bis zu einem Drittel. Also habe ich das jetzt mal auf 10 runtergestellt, das geht glaube ich bis 100. Und habe auch schon daheim den ersten Test gemacht und das klang alles normal. Aber wenn man halt das Mikrofon direkt vor dem Mund im Helm hat, dann ist natürlich klar, dann muss man das auch ein bisschen entschärfen, damit es nicht übersteuert. Also jedenfalls, ich mache das so, um nicht zu übersteuern. Genau, und jetzt werden wir nachher mal hören, wie die Qualität ist. Es ist natürlich die mit Abstand teuerste Lösung, um gesprochenes Audio während der Fahrt aufzunehmen. Es würde auch ein Lavalier-Mikrofon mit Kabel funktionieren, aber es ist natürlich auch eine saubere Lösung. Kein Kabel mehr, kein Tape mehr, kein Gefummel. Also das ist schon, es ist eine teure, aber auch eine sehr gute Lösung, meiner Meinung nach. Sonst habe ich bei den Einstellungen gar nichts weiter verändert, halt das Ding nur gekoppelt. Und dann einfach benutzt. Die Kopplung ist super easy. Also, die Osmo Action 4 zeigt halt im Display automatisch an, wenn sie einen DJI Mic 2 erkennt, was man zu tun hat. Also es ist also kinderleicht. Schauen wir mal, wie die Qualität ist. Ich hoffe, wesentlich besser, also schon deutlich besser als mit den kabelgebundenen Sachen. Aber wir werden sehen. Was ich bei dem DJI Mic 2 noch interessant finde, es ist wirklich erstaunlich klein. Größer dürfte es meiner Meinung nach auch gar nicht sein, weil in meinem Schubert C4 ist vorne im Kinnbereich schon ausreichend Platz, aber man spürt ganz leicht am Kinn das Mikrofon, das merkt man schon. Also kleiner dürfte der Helm nicht sein. Ich denke mal, wenn man so ein E2 oder so ein Enduro-Helm hat, dann hat man noch ein bisschen mehr Platz im Kinnbereich. Aber ansonsten größer dürfte das Mikrofon nicht sein. Was ich auch gut finde bei im Lieferumfang ist halt diese Puschel mit dabei. Um Windgeräusche abzuhalten, das finde ich auch gut. Und da bin ich auch mal gespannt, wie gut das funktioniert mit den Lufteinlässen am Helm, weil da ist ja doch immer ein bisschen Wind, wenn man Landstraße fährt oder in der Stadt, und wie gut das den Wind absorbiert. Ich erwarte mir jetzt keine Wunder, aber jedoch immerhin so viel, dass es ein bisschen reduziert. Genau. Man kann auch direkt auf das DJI Mic 2 aufnehmen, brauche ich jetzt nicht, geht aber auch, ist halt dann so ein Audiorekorder. Das geht auch. Was ich interessant finde oder ein witziges Nebeneffekt, wenn man die Aufnahme startet an der Osmo, dann kriegt man quasi so ein Vibrations,
Impuls von dem DJI Mavic 2, da vibriert der ganze Helm, wenn das Ding schon im Helm eingebaut ist. Also man weiß dann ganz genau, ah, jetzt nimmt er auf. Also ganz pfiffig gelöst. Schauen wir mal, wie die Laufzeit ist von dem Akku in dem DJI Mavic 2. Im Grunde genommen ist es ja nur ein Transmitter, der Signale an die Kamera überträgt. Kann also nicht so schlimm sein. Genau. Und jetzt werde ich mich mal auf den Rückweg machen und mir das dann auf dem Video anhören, wie die Qualität ist, und das dann noch ein bisschen kommentieren. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Und ja, jetzt fahren wir hier wieder zurück. Also ich kann das Ding ganz klar empfehlen. Das hat die 99 Euro so, da sollte man sich vielleicht ans Bein binden, wenn man halt eine saubere Lösung ohne Kabel will, mit denen wirklich gute Audioqualität hat. Und die Audioqualität ist wirklich meiner Meinung nach verglichen mit den Lavalier-Mikrofonen für 15 Euro deutlich besser, klarer und dynamischer. Also das hört man dann über Kopfhörer als mit einer Kabellösung. Natürlich wird auch eine Kabellösung total ausreichen. Also es gibt genug YouTuber, die mit Motorradvideos machen und die ein tolles Setup haben, auch mit Kabel. Und es funktioniert auch. Ich finde es, was ich hier praktisch finde, einfach das Mikrofon in den Helm klippen, per Magnet anmachen und fertig. Keine Kabellage, nichts drauf achten und einfach los. Das finde ich ganz gut. Also das soll so mein Fazit gewesen sein. Ich kann das DJI Mavic 2 als Lösung empfehlen. Und ich denke mal, der nächste Schritt wird sein, dass die Dinger einfach kleiner werden. Was natürlich uns entgegenkommt. Ansonsten, gute Fahrt.